Weiter geht's bei Liv. Und wir haben das letzte Mal hier die Steine aus der Felswand gehauen und damit dann direkt ein paar Shaped Rock hergestellt. Und das können wir noch mal kurz machen. Nö, machen wir nicht. Mir fällt ein, der Terraforming-Skill bräuchte mindestens 90, damit wir bei dem anderen auch auf mindestens 60 kommen. Deswegen betreiben wir noch mal kurz Terraforming. So, Sand aus Huf. Und ich hoffe, die Sonne geht gleich wieder auf. Okay, das war einfach bloß eine Meldung, dass wir... Inventar, wo bist du? Hier, überlastet sind. Okay, dann kipp erstmal ein paar von den Steinen wieder weg. Wir nehmen mal 10 Steine mit. Die verbrauchen natürlich einiges an Gewicht. Versuchen wir weiter, hier was zu schaffen. Hauptsächlich wegen unserem Terraforming. Okay, das bringt jetzt bloß 0,2 Punkte auf Terraforming. Das ist ein bisschen wenig. Was bringt uns das hier? Auch 0,2. Hat er hier unten alles hingeschüttet? Allerdings. Okay, wir haben noch 30 Steine. Na gut. Mit den 30 Steinen kommen wir erstmal ein bisschen zurecht. Und begeben uns auf den Weg. Regnet das etwa? Oder streift hier ein Tier umher? Soll das Regen sein? Habe ich noch nie erlebt in dem Spiel, dass es hier regnen kann. Das klingt gerade ein bisschen eigenartig. Oh, okay. Doch kein Regen, schade. Dieses Geräusch. Was soll's? Was sagt denn unsere Falle? Haben wir schon was gefangen? Hier ist noch nichts drin. Die andere war hier drüben. Ich glaube, das dauert eine ganze Weile, bis sich hier überhaupt was fängt. Nee, hier ist auch noch nichts. Alles leer. Genau. Wir wollten einen Kochtopf herstellen. Wir brauchen sogar bloß einen Stein. Und 2 Äste. Und dann besorgen wir uns noch ein paar Äste, damit wir nachher das Feuer anzünden können. Und ich würde sagen, solange wie in den Fallen nichts drin ist, gehen wir ein bisschen angeln. Ja, das ist ein schöner großer Baum, da dürfte es einiges an Äste geben, wie auch immer er an die Äste dort oben herankommt. Macht aber nichts. Wir sammeln weiter.
5, naja, so 15, 15 hätte ich schon gerne. Ach ne, so viel brauchen wir gar nicht, denn das Lagerfeuer an sich haben wir schon hergestellt. Dann holen wir noch den einen, dann haben wir 10. Na komm, stapel dich. Na. Ich muss aber auch genau treffen, damit sich das stapelt. Müssen wir erstmal wieder die Angel austauschen. Pack die Schaufel weg. Ach so, was ich noch vorhatte, erstmal diese Shaped Rocks hier ablagern. So. Da haben wir schon ein kleines Häufchen gelegt. Da sind die 10 Steine jetzt drin und da können wir dann auch noch andere Sachen drin lagern. Man kann in diesen Dingern leider keine Erde und keine Steine und sowas in der Art lagern. Das geht wahrscheinlich dann erst in Truhen, die wir später herstellen können. Schade, aber ist nicht ganz so schlimm. So, dann leg mal los und wirf deine Angel aus. Hat er was gefangen? Achso, ist noch nicht vorbei. Geht noch weiter. Wollte bloß mal das Interface ausmachen, damit wir uns einfach mal ein bisschen an dem schönen Ort ergötzen können. Er hat nichts gefangen. Und wir sehen, dass die Sonne geht langsam. Geht nicht langsam wieder auf? Ich dachte. Gut, dann ist das bloß der Mondschein, beziehungsweise das reflektierte Licht vom Mond, denn Schein tut er selber nicht. Und wieder nichts gefangen. Na los, streng dich ein bisschen an. Du hast nämlich selber dolle Hunger. Da würde ich mich mal ranhalten mit Fischen. Versuch Nummer 4. Ich glaube, in dem Tümpel gibt es auch ein paar Fische. Enttäuschung macht sich breit. Mir kommt es immer so vor, als ob es jeden Moment heller wird und die Sonne um die Ecke gebogen kommt, hier direkt hinterm Berg. Das gibt's doch nicht. Wir hätten zwar Äpfel zum Essen, aber ich wollte mal mit euch kochen. Na los. Er sieht ein bisschen angepisst aus. Wahrscheinlich, weil er Hunger hat und immer noch nichts fängt. V
gedrückt halten, dann könnt ihr die Kamera bewegen, ohne dass er sich mitbewegt. Sieht ein bisschen grießcremig aus. Na ja, gut. Oh. Probier das jetzt noch zweimal. Wenn er nichts fängt, hat er Pech gehabt und dann kann er sich zwei, drei Äpfel reinschieben. In den Mund. Alles andere würde den Hunger nicht stillen. So, komm, letzter Versuch jetzt. Ist ja nicht so, dass es lange dauert. Das sind tatsächlich schon ein paar Sonnenstrahlen, die hier hinten vorkommen. Gut. Scheiß Wasser. Pech gehabt. Drück dir einen Apfel rein. Noch einen zweiten. Noch einen dritten. Und noch einen vierten. Gibt's halt heute nur Apfel. So, ist er wieder voll aufgeladen. Es kann nicht sein, dass wir nicht angeln können. Einmal noch. Und ich bin mir ziemlich sicher, jetzt fängt er was. Schön am Morgengrauen die Angel ins Wasser halten. Oder die Fische schlafen selber noch. Ach du Blödmann, hast wieder nichts gefangen. Ja, da brauchen wir auch kein Feuer machen. Was können wir denn mal machen? Wir könnten einen Kilden bauen. Das ist so ein kleiner Ofen. Den können wir dann auch anheizen mit verschiedenen Sachen. Geht auch mit Kohle, habe ich gelesen. Den können wir mal bauen. Aber wo? Ich würde sagen, unser erstes Haus kommt dann auch irgendwann hier vorn am Wasser gleich hin. Oder weiter hier in der Mitte. Bin mir nicht ganz sicher. Können wir denn schon ein Haus bauen? Nö. Ja, dieses Pave geht nicht, da kann man Straßen mitbauen. Dafür fehlt uns dieser Mallet oder Mallet. Wie hier unten angezeigt. Ab wann können wir denn kleine Gebäude bauen? Brauchten wir hier 30? Ich glaube nicht. Oder war das hier irgendwo? Mann, Mann, Mann. Dann bauen wir mal so einen Kiln. Dann bauen wir den einfach mal auf Verdacht hier vorne irgendwo hin. Ich würde sagen, wenn hier so das Haus irgendwann hinkommt, setzen wir den einfach hier mitten in die Pampa. War das hier? Nee. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Der Furnace, den wir bauen können, bringt uns leider nicht so viel, denn mit denen kann man überhaupt nicht interagieren. Zumindest habe ich noch nicht rausgefunden, wie.
So. Ah, der will wieder. Mann, es ist aber auch kompliziert. Der will wieder das Gelände flach haben dabei. Deswegen Flatten Ground will. Ist es flach? Ist es nicht. Deswegen nochmal. Eigentlich sieht man das auch, wenn der Boden ebenerdig ist. Reicht das jetzt oder noch nicht? Ne. Genau, der hat das jetzt erstmal auf das Niveau von dem Feld angehoben, auf dem wir stehen. Und wenn wir das jetzt nochmal machen, dann müsste das ebenerdig sein. Genau. So, wenn wir nochmal schauen, dann ist das Feld grün und wir können diesen kleinen Ofen bauen. So, genau, jetzt wird er auch uns auch als grün angezeigt. Und irgendwo gab es auch eine Öffnung hier vorne. Und die, würde ich sagen, kommt ja noch ein bisschen in die Richtung. Wenn hier später das Haus steht, können wir raus und können gleich nach rechts in den Ofen schauen. Ja. Dann bau das Ding. Gut, haben wir wieder unser Schild und wir brauchen 400 Clay und 30 von den Pflanzenfasern. Und tatsächlich geht das Clay dann doch schneller zu besorgen als unsere Pflanzenfasern. Das Clay, das können wir noch eben holen. Wie viel Platz haben wir denn im Inventar? Nicht so viel, weil wir den Kram noch mit dabei haben. Den kippen wir gleich mal hier hin. Ist nicht so schlimm. Clay, da sind wir vorhin schon mal vorbeigelaufen. Diese etwas dunklere Stelle, die sehen immer wie so eine Mulden aus. Ah, genau, hier vorne ist das gleich. So, einfach reinstellen und dann brauchen wir Lower Ground Level. Bedeutet so viel wie einfach Erde ausheben. In dem Fall hebt er den Ton aus. Oh, der hat 60 Ton und 30 normale Erde bekommen. Jetzt hat er nur noch normale Erde bekommen, die will ich aber gar nicht. Die kann er gleich wieder zurückkippen. Hier gibt es wohl nicht so viel Ton. Das wäre ein bisschen schade. Na, gucken wir uns die Stelle mal an. Ja, 60 Clay. Okay, ich glaube 180 können wir transportieren. Ja, und jetzt zeigt er uns wieder an, wir sind mit 258 deutlich zu schwer. Deswegen bringen wir die zurück. Und dieses Clay ist auch eines der Dinge, die wir nicht in dem kleinen Beutelchen verstauen können, was am Lagerfeuer steht. Aber. Und wo ist denn jetzt das Schild? Das müsste doch hier vorne irgendwo sein. Genau, hier. Aber wir können das schon. Gott sei Dank geht das. Die einfach mal alle hier reinpacken, die 180. Und dann können wir wieder zurückgehen, den Rest noch holen. bräuchten wir noch.
Ich kipp mal hier die Steine ab. Dann kriegen wir das vielleicht mit einmal sogar. Gucken wir mal. Vielleicht müssen wir nur noch einmal gehen. So, heben wir mal hier ein bisschen was auf. Sollte funktionieren an der Stelle. Oder ist das auch nur normale Erde? Ne. 60 mal, gut. 180 haben wir schon drin. Haben wir schon hingepackt an der Baustelle. Nochmal 60, sind 120. Mal schauen, ob der das mitmacht, wenn wir hier versuchen, auf 220 zu kommen. So, das macht er noch. Und wenn wir es aber nochmal, werden wir bei 240 und gnadenlos überladen. Wahrscheinlich kriegen wir gleich eine Fehlermeldung, dass er das nicht mitmacht und so viel nicht mit sich rumschleppt. Das habe ich mir gedacht. Deswegen kippe ich hier jetzt einmal weg. Ach, nee, verstehe. Okay. Ich dachte, er kippt wie bei dem Sand und beim Dreck nur 30. Das macht er allerdings nicht. Dann teilen wir den mal, heben mal 20 ab. So, dann kippen wir die weg. Und jetzt kann er nochmal schaufeln, wenn wir die 60 bekommen sollten, hätten wir genau 220, die wir für den Ofen brauchen. Ah, das geht auch nicht. Scheiße. Ah, okay, die liegen noch hier. Das müsste eigentlich gehen. Wenn nicht, dann packen wir den Rest hier mal in das Säckchen rein. Können wir später wieder abholen. Macht der nicht mit. So, dann öffne mal das Beutelchen. Na, jetzt? Ja. Mal die beiden Steine und die 10 Äste hier rein. Und jetzt müsste es aber gehen. Wunderbar, 220. Gut, und im nächsten Part bringen wir die dann zurück und kümmern uns um die 30 Pflanzenfasern und bauen den ersten Gegenstand. Bis dahin.